Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die Mathilde. Die da. Wir spielen 7 Days to Die. Alpha 17. Immer noch. Ich habe dein Fahrrad, glaube ich. Ist doch egal. Deins ist aber kaputter. Ja, da die Bäume, die müssen mal ein bisschen weiter auseinander machen. Oh ja. Oh, jetzt sieht man den Weg gar nicht. Darum ja. Das ist keine Allee, das ist Wald. Ja, man sieht sie echt nicht. Du weißt noch, mit der, also wir wollen heute zur Farm. So als ja, Info. Ich habe sie schon markiert. Wollte nur so ein bisschen auf dem Weg bleiben mit dem Fahrrad. Warte mal ganz kurz. Damit es nicht mehr als notwendig kaputt geht. Ich war auch in einer Party? Nein. Doch, das ist ein Plus. Okay. Oh, stimmt. Party. Wenn nicht, habe ich dich eingeladen. Ja. So. Ja, jetzt alles wird durfte. Wo ist Tripperin? Ah. Voller Fahrrad. Schaffst du, oder? Ja. So. Ring, ring. Oh, BJ's Gas, da waren wir. Okay, da kann ich weiterfahren. So, aber wir müssen hier nach Osten irgendwie. Nach Osten? Aber ich will nicht gegen Steine fahren. Du musst aber aufpassen. Ups. Sagte sie und fuhr gegen einen Stein. Mach mein Bike nicht kaputt. Da war ein Stein. Mach mein Bike nicht kaputt. Dass man die Steine auch kaputt macht. Aua. Fahr doch nur mit dem Fahrrad drüber. Bin ich ein bisschen überzogen. Stell mir vor, was man mit dem Auto alles machen kann. Ja. Ach, da ist ein Weg. Ja, Wege sind mir lieber als hier. Aua! Das ist einfach gegen mich. Entschuldigung, hab dich nicht gesehen. Hm, das sagen sie alle. Also eigentlich müssen wir nur den Weg folgen, dann kommen wir direkt zur Farm. Okay. Autos brauchen wir ja gerade nicht. Oh, schon mal schön. Ausflug und Fahrrad machen in einer Zombie-Apokalypse. Ja, Fahrradtour. Achso, nach links dann jetzt irgendwie demnächst abbiegen, wenn möglich. Jo. Da müsste jetzt noch auch eine Straße kommen, eine größere eigentlich. Irgendwie demnächst. Achso. Dann können wir nämlich auf einer großen Straße fahren. Große Straße? Ja. Naja. Weiß ich, was du meinst. Aber wenn wir das alles laufen müssten, ne? Das wäre. Nee, das geht nicht. Wie bei anderen Spielen, Scum oder StayZ auf Alt-Taste und dass man sich so umgucken kann. Nee, das kann. Geht leider nicht. Beim Laufen geht es, aber nicht beim Fahren. So, jetzt nach rechts. Links. Links. Slalom. Ich bin ein Rennbike. Uhuhu. Du bist ein Rennbike. Okay. Ich bin rasend schnell. So, links haben wir das Farmgebäude, rechts ist Scheune. Wo sollen wir uns denn zuerst anschauen? Bob's Bar. Carl's Corn. Ja, ich. Alliteration pur. Ja. Kaninchen. Scheiße. Ah, oh, dieses Gras. Ja, was willst du denn zuerst? Kaninchen! Ich treffe das Ding nicht.
Egal. Ich will ins Farmgebäude. Ins Farmgebäude? Kaninchen! Hast du? Aha! Nee, das ist in die Stachel rein. Oh, perfekt. Schnell, bevor es... Toll, aber ich komme nicht durch. Das hat es nämlich überlebt. Jetzt nicht mehr. Ja, kommt von hinten einer? Nee. Mach's doch einfach. Geh an den Stacheln vorbei. Schön, wie es sich aufgespießt hat. Ach, da bist du. Ja, man konnte da vorbeispringen. Nee, ich meinte da den Zombie. Leider ist hier das Holz sehr gut. So, nur noch ein Holzstückchen und dann bin ich drin. Wildschweine sind da drin. Wildschweine? Im Haus? Ja, das ist... Alter! Das klingt super, wenn man draußen ist. Ich blute. Es hat mich erwischt, das Vieh. So ein dummes Vieh. Dafür zerlege ich es. Da ist aber noch eins. Kümmern wir uns gleich drum. Das kommt gleich hoch, wahrscheinlich. Das wollte ich alles nicht. Ja. Hey, wieso habe ich nicht... Das ist ein richtiger Käfig. War gebückt. Ey, ist ja voll das Wildschwein-Level hier. Da ist noch ein Wildschwein drin, das ist im Käfig. Krass. Da sind auch Waffenteile im Käfig. Ja, ich zerlege erstmal das Wildschwein. Das ist ja praktisch. Ist das eine Oh nein, ich kann da nicht durchgreifen. Ist das eine Fake-Scheibe? Ne, ist eine richtige Scheibe. Oh. Hallo? Oh, ich kann das Wildschwein nicht zerlegen. Erst hier das Ding kaputt hauen. Oh, die Küche sieht gut aus, ey. Will an das Schwein. Die Küche sieht sehr gut aus. Du hast nicht zufällig deinen Spitzhacke mit? Ja, klar. Kannst du das ja einmal einhacken? 2500? Ja. Da ist noch ein Schwein. Oh, in dem Raum da. Kriegst du es tot? Ja. Ich überlege gerade, wo ich vielleicht besser schießen kann. Ich würde... Bau mal ein, zwei Frames und... Nee, warte mal. Von hier so. Es ist rechts weiter rein in den Raum rein. Ich geh mal raus, weil wenn ist es ja Tabelia. Hopp, da kommt's. Was? Du bist doch nicht tot? Scheiße! Scheiße! Nein! Hat das Wildschwein nicht gekillt? Ja! Oh nein, jetzt muss ich hierher laufen! Das lebt noch! Krass. Oh, scheiße. Jetzt muss ich das Wildschwein killen. Auf dem Bett. Komm nicht aus meiner Nahtoderfahrung raus hier. Yeah, you made it again. Bla bla. Ich hab keine Ausdauer. Oh, Tutsi. Jetzt nicht auch noch du. Geh weg. Ich hab keine Zeit für dich. Ich muss weit laufen. Um 9.43 Uhr losgestartet. Mal gucken, wann ich da bin. Ja, mir ist kalt.
Wo ich mir auch noch Kleidung unterwegs mache, damit ich nicht so viel Ausdauer verliere. Nervig. Ach ja, dann gehe ich alleine weiter. Hier ist die Küche. Ganz viel Fleisch liegt hier. Der kommt irgendwie nicht zu mir, ist mir auch egal. Was zu essen könnte ich brauchen. Macht der auch schnell ein Lagerfeuer und grillt dir was? Ich glaube, ich habe gerade wieder ein Kaninchen sterben hören. So, jetzt habe ich wenigstens wieder Klamotten an. Die Küche musst du sehen, die ist echt cool. Ja? Ja. Einmal Honig in der Küche. Oh, 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 oh. Das sichere ich mir erstmal den Rückzug. Und... So. Ich hab da nämlich wieder ein Schwein gesehen. Schweine in Häusern sind echt tödlich. Ja, in Häusern, also draußen sind hier voll in Ordnung, aber drinnen sind die fies. Das Haus der Schweine. Und weg. Hoch und zack. Kommst du? Monkey Menschen. Die Erfahrung dauert jetzt 45 Minuten. Biker, wo kommst du denn her, mein Freund? Mittlerweile ist es die beste Taktik, hier einfach auf dem Käfig zu stehen und die Leute anzulocken. Oh, ich bin auch nicht weitergekommen bisher. Ah, hier geht's noch weiter ins Gebäude rein. Müssen mal gucken, wie lange wir auf dem Rückweg brauchen, weil wie gesagt, zu Fuß habe ich jetzt 2 Stunden etwa gebraucht, wenn ich da bin. Kann man die Knochenklinge reparieren mit irgendwas? Nee. Nein. Muss man neu machen. Raus, Rezepte, Knochenklinge. Zack. Juhu, ich sehe das Haus. Hier ist ja ein tiefes Loch. Da will ich echt gar nicht wissen, was noch in der Scheune alles ist. Ja. Die Farm der Tiere. Oh, ist ja noch ein Käfig. Oh fuck, es geht in den Keller. Und da sind noch mehr Käfige. Also, die haben sich gut versorgt hier, die Leute. Ich bin da übrigens. Ich will nicht in den Keller. Kein Bock auf Wildschwein. 2 in Käfigen. Eine Fleischmaschine. Noch 2 in Käfigen. Also 4 Wildschweine. Du kannst ja in die Küche. Du kannst ja durch die Küche gehen. Du musst dir eh nochmal angucken. Ich gehe hoch. Hier. Hi. Da liegt ein Frame. Lass den mal. Falls du Rückzug machen musst, okay, kannst du da auf das Gitter springen. Ui! Oh. Haben sie gut hier rumgeschlachtet, ne? Sieht gut aus, ne? Mhm. Oh, hier ist ein Käfig. Ach so, Keller wolltest du nicht, ne? Nee, hab ich keinen Bock zu, das macht... Na, dann machen wir das Vent zusammen. Kein Bock auf die Schweinschlachterei. So, einen geheimen Stash habe ich gefunden. Oh, hier ist auch noch was. Aber ich habe... Ach so, da hockst du. Ja, ich hab da seitlich. Oh. Ach, juhu, er ist markiert. Sehr schön. Oh! Gott! Hm? Ich gehe die Treppe hoch und da steht ein Schwein. Ich stehe auf Heu, ist nicht so praktisch.
Pass auf, dann geh schon mal raus, dann locke ich das Wildschwein runter. Ja, ich kann auch zielen. Und weg. Komm in meinen Raum rein. Ach, du rennst ganz raus. Das war gerade näher. Oh. Das geht auf dich? Ja, ich gehe jetzt über mein Frame auf meine Lieblingsfalle. Was ist denn? Es könnte doch noch bei dir sein. Hast du es? Nö, hier sind ein paar Zombie-Ladies. Du bist da schwanger auf einmal hin. Keine Ahnung, ich höre es aber quietschen. Oh! Hab's gefunden. Das war bei mir an der Seite, ich hab's einfach nicht gesehen. Weil hier irgendwo Zombies sind, die einfach lauter sind. Ey, wir werden hier so viel Fleisch haben. Kaninchen! Komm her! Ach, oben ist ein Zombie. Ach, scheiße, viele Schweine hier. Du bist einfach so laut. Oh, wo kommt der denn her? Der ist runtergefallen, du kleine Sackratte. Aber ihr seid mir lieber als Wildschweine im Haus. Ups, er hat mich richtig getroffen. Okay. Ja, gucken wir mal oben weiter. Oder du machst den Keller freiwillig. Nee, den machen wir schön zusammen. Ich will erstmal lieber normale Zombies töten. Oh, hier ist irgendwas. Ach, da ist eine versperrte Tür hinter. Grace. Oh, zweimal Vitamine. Zu trinken. Sich jemand gut eingebunkert hier. Oh, Grace. Wer hat denn da gewohnt? Grace, würde ich sagen. Was? Sie? Krieg dich mal wieder ein. Los, komm her. Komm, ich knüppel mal gleich von links und rechts. Los, komm her. Wird's wohl. Traut sich nicht. Ein Klo. Mach du mal das Klo, ich mach mal hier was anderes. Hier ist irgend so ein... Ups. So ein Raum, der ist irgendwie... Verdächtig? Ah, ist das eine Schaufel oder was braucht man da am besten, ey? So, Klo. Ist durch. Hier, komm mal mit. Das blaue Ding da, dahinter ist eine Tür. Die blauen Dinger geben Pflastersteine, ist eigentlich ganz gut. Base first. Ja, warte, ich muss noch meinen Gegenstand reparieren. Wie viel Heilung hast du noch? 77 Gesundheit. Hm. Bist du ja fast so wie ich? Oh, warte mal. Oh. Eieieiei. Hat du gekleckert? Oh, schon. Oh, ich habe ja noch einen Cappuccino. Ja. Oh, hier ist auch noch ein Schlafzimmer. Meine Tasse hat so leicht getropfelt. Ein Geheimschlafzimmer. Oh, ein Erste-Hilfe-Kasten. Cool. Es geht noch weiter nach oben. Ja, ja. Türgriff und zweimal Öl. Na gut. Machen wir mit. Wehe, da oben sind Wildschweine. Oh, ich sehe es jetzt schon. Das sind Käfige. Ja, aber das Wildschwein ist da drin. 3, 4! Boah. Alter. Ey, wir brauchen danach nie wieder Fleisch. Erstmal das erste. Das zweite. Oh, hehe, upsie.
Schöpf doch mal. So, das muss, heißt, dass nur rankommen irgendwie, ne? Ja. 1000, jawoll. Ich hätte mal gespielt, das Eisen mitnehmen müssen, weil meine Spitzhacke ist bald Geschichte. Hm. Hat ja keine Ahnung, dass hier so unglaublich viel... Kommt man da auch nicht geduckt durch? Nee, ne? Nein, das ist ja das Problem. Ich brauche mal kurz einen Schluck Kapo, ja. Und ist in Pause. Gut machst du das. Ey! Schlagen, weil du zu nah rangegangen bist. So. Dann mach du mal auseinander. Ich guck mal hier mit Frame. Ach, hier geht's noch höher. Mhm. Oh. Meine Klinge ist kaputt. Ich muss eine neue machen. Ja, genug Knochen ist ja hier. Ja, ja. Ich frag mich nur, hier ist Heu in den Dingern, aber... Sonst nichts, das ist irgendwie... Ich wette, mit dir im Heu ist was, aber... Ja, du kannst ja die Heuballen nehmen. Ah, hier oben kommen wir auch weiter. Und hier oben ist eine Tasche versteckt. Hey! Eisenverstärkter Knüppel, 4. Ist ja besser als mein Dreier. Dann demodifiziere ich ihn. Brauchst du eisenverstärkten Knüppel Stufe 3? Nö, hab ich. Dann zerlege ich den. Ist denn das ja ganz rechts? Ich glaube, da ist nichts drin. Oh, hi. Oh, scheiße. Ach, du bist ja hier. Kommt ein Zombie, ja? Keine Ahnung, so eine kurze Idee, ein Zombie hinter der Wand, ja. Aber da oben ist sonst nichts, oder? Oh, da scheint ein Typ zu sein oder so. Ah! Warte mal, ich gehe nochmal die Frames hoch. Die Frames kannst du gleich nehmen. Upsala. Ach, jetzt sehe ich, was du meinst. Lass ihn mal kommen. Wieso kommt man hier so scheiße hoch? Nein! Du bist ja oben, ne? Hat sich das gelohnt? Jetzt bin ich von der anderen Seite gekommen, es war einfacher. Ach, du bist da wieder runtergefallen. Ah! Ah, wo sind wir denn hier lang gekommen? Oh, neuer Teil des Hauses. Boah, ich guck hier gleich mal rein. Danke.
lasse ich die Farbe, lieber Heinrich. Toll, dahinter ist nochmal die Tür versperrt. Da hat es aber jemand genau genommen. Oh, da gehen Rohre lang. Na, Rohre, so ein Abgasfiltersystem oder so ein Scheiß, keine Ahnung. Oh ja, da ist eine Gaskammer. Mit Korn. Gaskammer? Das ist hier so ein... Was soll ich sagen? Ja. Oh, hier ist die Tür offen. Hi. Hi. Da oben ist was. Ja, nimm mal, das ist Munition. Ja, ich kann da leider nicht hoch. Warte, soll ich den Frame geben? Nee, darum geht's... Ah, warte, doch, jetzt habe ich's. Darum ging's gerade nicht. Ich konnte da keinen Frame hinstellen, weil da ein Zombie liegt. Oh, muss repariert werden. Keine Zombies. Ah, der Keller ist dann auf jeden Fall eine Aktion für einen anderen Tag. Ja, im Keller sind, glaube ich, auch nur Wildschweine. Hm. Oh, eine schicke Dusche. Voll die große Dusche. Oh, hier liegen noch Pfeile. Zu zweit duschen. Joa, sonst ist ja nichts, ne? Hier oben fertig. Oh. Aber wie gesagt, das Korn. Ich gehe mal in einen tiefer. Tschup. Wo oben war eine Luke, scheiße. Aua, 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 aua. Scheiße, da sind ja Fallen. Ja, hier ist ein Zombie-Line. Zu tot, ne? In dem Schrank ist keiner. Okay. Ja, hier sind so Erste-Hilfe-Schränke, so Pillenschränke. Ach, die hast du schon tot. Ja. Kommen wir hier durch? Oh ja. Dann hole ich mal hier das Korn. Oh, hier ist noch eine Shamway-Fachkiste. Ist das Superkorn? Eat of Superkorn! Oh! Nee, nicht verbrauchen. Das können wir anpflanzen, wenn wir irgendwann gut genug dafür sind. Okay. Cool, Superkorn. Ach, da bist du. Das Haus ist ja riesig, ey. Ich nehme mal die Fackel mit. Oh, okay. Blaue Farbe. Ich kümmere mich um den Zombie. Haben die Fahrräder Licht? Nee. Oh, hier gibt's wieder einen Keller. Oh, Aloe Vera-Samen. Oh, wir brauchen so unbedingt... Alter Schwede. Der Keller hat auch so eine Panzerluke. Ach, hier ist der Fleischteil. Da haben sie Menschenfleisch zum Teil benutzt. Oh. Und wo ist der Wildschwein-Teil? Ich dachte, wir wollten nicht in den Keller gehen. Das sind zwei Keller, kann das sein? Weil hier ist eine Korngeschichte. Und auf der anderen Seite hat man noch Wildschweine so viel gehabt. Stimmt. Hier sind noch Fässer, Kisten. Ölschiefer. Okay, ich würde sagen, wir machen hier einen Break und machen dann im Keller nochmal eine andere Aktion. Ja, würde ich auch sagen. Ha. Weil ich bin... Auf dieser Farm gibt es Schwein und Langschwein. Weil ich bin proppevoll. Ja, ich bin auch voll. Und es ist 19 Uhr. Genau, hier ist wieder ein Ausgang. Geht der Ausgang leicht hier? Ich hab keinen Bock jetzt außen rum irgendwo zu laufen. Ja, wieder Wasserhahn. Ah, es ist parallel von Grace. Da war hier Grace Höhle da. Also Grace. Hier ist auch nochmal Korn. Totes Korn. Oh, ich bin so voll. Krasses Haus. Ja, ich trinke nochmal was. 107 Fleisch habe ich. Ich habe 210.
Also 320 aufgerundet und Fleisch. Da ist wahrscheinlich noch mehr Fleisch. Ja, vor allem wir waren noch nicht in der Scheune, da könnte ja auch noch was sein. Oh. Krasse Scheiße. Lass uns nach Hause radeln. Ja. Also wie gesagt, auf dem Hinweg habe ich zu Fuß, allerdings querfeldein, 2 Stunden gebraucht ungefähr. Ja, vielleicht 1 Stunde mit dem Fahrrad. Ne? Mhm. Wobei wir jetzt hier nicht den direkten Weg nehmen. Aber wir sind ja eindeutig schneller. Auch wenn meine Ausdauer nicht gerade so hoch ist. Ja, die verbleibenden Stunden kann man dann noch nutzen, um zu graben. Graben, hacken, oh. Führt der Weg geradewegs zu unserem Haus? Passt. Wir müssen dann irgendwann nochmal nach links abbiegen. Ich habe noch eine alte Hose, fällt mir gerade auf. Ja, ich auch. Und alte Schuhe. Ich hatte ja schon Stiefel. Ich habe auch schon, glaube ich, 1-2 Mal Stiefel gefunden. Also 19:30 sind wir losgeradelt. Ja, die Fahrräder halten echt nicht viel aus, ne? Nee. Warum? Welche Wertigkeit hat denn dein Fahrrad noch? 91. Ah, 92. Gott, ich dachte gerade, die Autos werden irgendwie so eine Zombie-Reihe. Achso, die nächste dort muss ich abbiegen. Tut. Oh, bergab. Naja, bergab. Eigentlich müsste man hier schneller werden, ne? Ja, ich glaube, ich fahre ein bisschen querfeldein. Ja. Und bergauf, oh. Nächste Haltbrücke. Ach, wir sind schon da. Hä, ich habe die Brücke irgendwie ausgelassen. Wir sind doch nicht über eine Brücke. Ah, ich dachte, ich muss über die Brücke. Nein. Oh, schnell umbiegen. Ich wäre fast reingefallen. Kreisschlampe. Oh. 2 Stück hinterm Haus. Eines am Stein und die andere. Hahaha. Ach, Mist, erwischt, nicht erwischt. Treffer. Die eine ist tot. Oh. Super, du hast eine Fackel getroffen. Fantastisch. Die liegt hier. Nee, die steht hier. Ah, gut. Tot. Endlich tot. Boah, schon 21:20. Ja, also viel mit Graben ist heute nicht mehr. Ja, gedanklich habe ich gegraben, so. Spitzen habe ich ein bisschen reingelegt, ja, das war's. Hüpfen. Boah. Ich höre da noch eine Kreisschlampe. So, ich nehme die Frames mal weg. Oder zumindest den einen, sollte reichen. Ist doch noch einer. 1, 3? Ich sehe sie nicht. Alter, spinnst du, Tussi? Ist sie durch? Ja. Im Keller? Ja.
Ja, kannst du mir mal ein paar Steine runterwerfen? Also ein paar... Was brauchst du? Einen Pflasterstein? Habe ich 33 noch dabei. Dann mach da mal schnell Pflastersteinblöcke raus. Was ist eine normale Pflastersteinblock? Einfach Pflastersteinblock mal oben eingeben, dann geht's schneller. Da hackt die Tussi derweil. Boah, 1000, ernsthaft? Ach, sie ist weg. Naja, Pflastersteine heißen ja die, aber die, wie heißen die Blöcke, die fertig sind? Pflastersteinblock? Nein, heißen die bei mir nicht, die heißen Flexdown. Ich habe aber verschiedene Größe Flexdown. Die sind alle so gebogen hier bei mir. Steinplattenblock. Ah, Steinplattenblock. Kannst du schon mal zur Basis gehen und dann nochmal ein Frame oder zwei Frames setzen? Danke. Damit wir sicher hochkommen? Ja. Ja. Kann ich. Ja, mehr habe ich nicht. So, denk dran, den wieder mitzunehmen, ne? Ja, den letzten reicht ja eigentlich. Ja. Also nicht, dass die in der Nacht durchkommen hier. Das wäre nicht gut. Puh. Oh, ich bin sowas von voll. Superkorn. Jetzt haben wir schon 2 Honig. Cool. Warum habe ich Heubein dabei? Weg damit. Brauchen wir nicht. Also bist du gerade drin? Dieses quietsch, quietsch, quietsch. Ja, was willst du machen, ne? So. Ich hab keine, doch, da sind noch Verbände. Ah. Die auch mal weg. Mal noch ein bisschen Blümchen hin, sieht ganz nett aus. Wohin damit? Messing. Knochen haben wir eigentlich auch aufgehoben, oder? Ja, ich habe jetzt aber auch welche. Ich hab jetzt einfach hier bei den Klamotten hingepackt. Ah, okay, packe ich sie auch dahin. Leber. Erste. Hier nehme ich mal mit. Munition. Farbe. So, was brauche ich denn noch für Pflastersteine? Ich glaube, Lehm war das, ne? Okay. Ich würde sagen, wir machen Break. Oder haben wir schon? Leder. Nee, haben wir noch nicht. Mach mal alles, was ich habe. Dann brauche ich gleich Steine. Steine, 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 Steine. Level 17. Ich denke, du bist schon Level 20, hast du jetzt mal gesagt. Nein, ich warte drauf, dass ich Level 20 bin. Ach so. So. Eine Fackel habe ich noch. Ich bin Level 19. Was? Frag mich nicht wie. Ich wusste jetzt auch nicht, dass ich weiter bin als du. Aber ist ja nicht so schlimm. Ja, machen wir mal einen Break. Folge ist auch lang genug. Viel zu lang eigentlich wieder.
Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und in die Farm müssen wir nochmal rein. In den Keller. Die Keller durchgucken und dann nochmal die Scheune. Also die Farm Teil 2 das nächste Mal. Ja. Das nächste die Mal. Die Farm der Keller. Also jetzt hatten wir die Farm der Tiere oder die Farm der Schweine. Morgen kommt der Keller. Na gut. Dann haut rein, abonnieren, kommentieren und abonnieren und so nicht vergessen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Oink, oink. Ciao. Oink.